Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir machen uns heute auf den Weg, nicht zu diesem Labyrinth da hinten, denn das haben wir schon geschafft, denn wir haben ja schon vom normalen Spiel fast alles gemacht, sondern zum blauen Punkt. Denn der blaue Punkt, zu dem wir jetzt wollen, der sollte die ungefähre Position der ersten Challenge hier sein. Ob das wieder irgendwelche Schreine sind oder irgendwelche anderen Challenges, werden wir erfahren. Auf jeden Fall das, was der gute Vogel da erzählt hat, hörte sich sehr, sehr interessant an. So ein Reiten durch Ringe, irgendeinen Kampf, also man muss irgendeine Frau besiegen oder sonst irgendwas. Das hörte sich alles sehr, sehr cool an, muss man einfach so sagen. Ich bin sehr gespannt, wie das inszeniert wurde. Und ja, da jetzt das DLC ja deutlich umfangreicher sein soll als das erste, bin ich wirklich, 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 wirklich gespannt, was uns jetzt hier so alles erwarten wird. Ich kann eigentlich nur enttäuscht sein, was ich mir jetzt hier alles vorstelle. Ich kann eigentlich nur enttäuscht werden. Aber ich glaube, das DLC hat jetzt so gerade erstmals richtig begonnen. Und wie schon damals im normalen Let's Play, beginnen wir mit Urbosa und der Wüste. Damals war das keine gute Idee, denn das war der schwierigste Dungeon und die schwierigste Quest-Reihe überhaupt. Auch weil man hier in der Wüste eben auch haushalten musste zwischen Wärme und Kälte. Was wir ja damals so alles noch nicht so wirklich drauf hatten. Wir wussten noch nicht mal, wie man kocht. Wir wussten ja Ewigkeit nicht, wie man kocht. Das haben wir irgendwie erst nach dem zweiten Dungeon so gefühlt rausgefunden, wie man überhaupt erst kocht, also auf dem zweiten Titan. Es hat ja Ewigkeiten gedauert, bis ich das gerafft habe, weil es einfach nirgendwo erklärt wurde und ich einfach nicht auf die Idee gekommen bin, das Zeug einfach in den Pott zu werfen. Das war irgendwie zu einfach, sage ich mal. Und ja, wir haben es uns ja damals irgendwie unnötig schwer gemacht, muss man halt so sagen. Aber ja, dadurch kam einem der Rest des Spiels, oder zumindest mir kam dann der Rest des Spiels, dann halt deutlich einfacher vor, bis auf das Problem. Moment. Da ist schon wieder so ein Viech. Ist das hier die Stelle, wo man gegen das Viech gekämpft hat? Damals konnte man das ja mit Bomben aus dem Boden locken. Aber gegen das müssen wir jetzt doch nicht kämpfen, oder? Der Punkt hat hier hingezeigt und hier ist ein Lagerfeuer, definitiv. Bist du unser Questgeber? Cletus? Questgeberin? Ist das denn die Möglichkeit? Bist du nicht der Kleine, den ich in der Gerudo-Stadt gesehen habe? Stimmt doch, oder? Mich kümmert es ja nicht, was du trägst, aber Cletus' geübten Augen geht nichts. Oh, verstehe. Da nur Frauen die Stadt betreten dürfen? Das ist ja eine fantastische Geschichte, aber du hattest sicher deine Gründe. Ich werde es nicht drum erzählen. So ganz nebenbei, ich bin hergekommen, um mich nach spannenden Gerüchten umzuhören. Und wo du schon mal hier bist, kann ich dir gleich eins erzählen, da ich es noch in keinem Buch veröffentlicht habe. Der Titan hat sich gerade beruhigt und die Blitze haben aufgehört. Und dann erscheint ein seltsamer Moldora. Das wird eine großartige Geschichte. Die Gerudo-Kriegerinnen versuchten, sie zu bekämpfen, aber mit normalen Schwertern lässt sich nicht ausrichten. Ich frage mich, welche Waffe einem da weiterhelfen könnte. Bombenpfeile? Königs-Moldora, tatsächlich. Ist das die Challenge, dass wir gegen eine neue Moldora-Art kämpfen müssen? Also die normale Moldora konnte man eben mit Bombenpfeilen aus dem Boden locken. Und auf geht's. Aber irgendwie dauert das viel zu lange. Ach du Scheiße. Wir müssen unser Heldengewand ausrüsten, weil wir haben hier viel zu wenig Verteidigung. Oh oh. Okay, Ewigkeit nicht mehr gekämpft. Nimm das!
Hilfe! Hilfe! Zeig dich. Jawohl. Dann nehmen wir Urbosas Kraft und vernichten dich. Verdammt, wir haben Urbosas Kraft schon aufgebraucht. Das habe ich jetzt erst bemerkt. Nicht gut. Komm raus. Nein, nicht so raus. Vernünftig raus. Stirb, Königsmodora. So macht man das. Oh mein Gott. Und das war tatsächlich die richtige Aufgabe. Und dafür eröffnet sich dann ein Schrein. Okay, das ist cooler gemacht, als ich es mir vorgestellt habe. Wie gesagt, leider scheint es wohl tatsächlich kein neues Gebiet zu geben, wovon eigentlich fast alle ausgegangen sind. Dass das zweite DLC tatsächlich neue Overworld-Gebiete auch freigibt. Aber sowas hier gefällt mir tatsächlich auch. Okay, da ist ein guter Bogen drin. Den sollte ich vielleicht sogar mitnehmen. Da ist noch ein guter Bogen drin. Den sollte ich vielleicht auch mitnehmen. Und hier ist wahrscheinlich ein guter Bogen drin. Ein guter Schild. Sogar ein sehr guter Schild. Okay, wir müssen Platz für zwei Bögen und ein Schild machen. Bogen. Ja, ihr seid ja eh fast aufgebraucht. Ihr seid zwar relativ geile Bögen. Aber, ne, hier komm, du kannst weg. Und von euch brauche ich auch nicht so viele. Ach ja, und ein Schild muss weg. Das Waldschild ist eigentlich gar nicht so schlecht, vor allem weil es nicht aus Metall ist. Aber der Rest ist noch viel geiler, deshalb mache ich das Bestienschild weg. Ne, hier komm, scheiß drauf. Sorry, du bist ein ganz cooles Schild, aber ich nehme jetzt was Besseres. Denn das Königsschild ist nochmal deutlich besser. So, und die beiden geilen Bögen. Königsbogen und ein Gardebogen. Und bevor es jetzt zu warm wird in der Wüste, schnell in den Schrein. Okay, also tatsächlich erwarten uns hier Challenges, mit denen wir dann Schreine eröffnen. Puh, also es ist echt cool gemacht bis jetzt. Ich kann mich nicht beschweren. Also wir haben bislang nur gegen den Königsmodora gekämpft, aber wenn der Rest auch nur ansatzweise cool ist, dann gefällt mir das. Groß und klein. Okay, Magnet. Okay. Da reicht klein. Dann kriegen wir Strom bis da. Da kommt dann ein Eisblock hin. Nicht? Okay, ich dachte, wir können die Platte da mit Eis hochfahren. So muss das wahrscheinlich gemacht werden. Ich muss jetzt da oben die Blöcke verbinden. Und dazu
stelle ich dann einen großen Block und auf den großen Block den kleinen Block. So, damit haben wir Strom bis hier hinten. Und jetzt kommen wir zur Problematik. So ist nicht schlecht. Mal sehen, vielleicht reicht das ja. Vielleicht muss ich hier gar nicht so genau werden. Wie leite ich den Scheiß jetzt weiter? Ich muss doch irgendwie die Plattform da hochbekommen. Was genau sind das für Dinger? Also das ist relativ klar, dass das so gemacht werden muss. Die Frage ist jetzt nur, kann ich dich auch da drauf legen? Ich brauche irgendwie zwei Kisten mehr. Also irgendwas mache ich falsch. Mit dieser Plattform hier, mit der muss man doch irgendwas noch machen können. Was ist zum Beispiel da oben? Was habe ich gerade getan? Wie habe ich das gerade hochgefahren? Wie habe ich das gemacht? So. Und dann reicht die ja auch klein. Okay, dann reicht hier auch rein. Theoretisch kann ich den hier dann dahin halten. Scheiße, kann ich nicht, weil das dann automatisch wieder zugeht. Okay, du müsstest genauso liegen bleiben, aber das wirst du nicht. Du wirst so nicht liegen bleiben. Was ich aber tun kann, reicht das von der Entfernung her? Das reicht natürlich gerade so nicht von der Entfernung her. Wäre auch zu schön gewesen.
Das ist gut. Das ist schlecht. Das ist auch schlecht. Ich bin dann vorbei, ich Vollidiot. Das reicht. Ich weiß ja nicht. Wir können sie nochmal austesten. Ob jetzt beide Türen aufgehen. Nur dann weiß ich, dass ich an das Gerät nicht mehr dran muss, um an die Truhe zu kommen. Okay, es reicht. Gut, dann muss ich nur noch das Rätsel hier irgendwie hinbekommen. Ich bräuchte hier zwei große Truhen. Eine große und eine kleine reichen nicht. Ich bräuchte zwei große Truhen. Und das ist halt völlig unmachbar. Ich bräuchte vielleicht eine Lanze oder so. Habe ich irgendwas elektrisch Leitendes? Ich meine, ich könnte da einen Elektrofeil drauf schießen, aber ich weiß nicht, ob das hilft. Ne, es bringt nicht lange genug Strom. Habe ich irgendeine Lanze, also irgendwas langes, elektrisch leitendes? Warum habe ich hier ein verrostetes Schwert dabei? Das hat bestimmt die Moldura fallen gelassen. Damit konnte man ja schon immer bei den Elektrorätseln ein bisschen tricksen. Mit elektrisch leitenden Dingensbummens hier. Mit elektrisch leitenden Waffen. Damit spare ich mir nämlich schon mal eine Kiste. Aber wie gesagt, eigentlich brauche ich zwei große. Eine große und eine kleine reicht eigentlich nicht. Aber probieren geht über, ihr wisst schon. Nicht berühren. Ich bin überfragt. Wenn ich jetzt noch eine elektrisch leitende Waffe loswerde, dann mache ich es definitiv nicht so, wie ich es eigentlich machen soll. Aber wir haben es geschafft. Und bevor ich hier noch eine Dreiviertelstunde rumgammel und nicht weiterkomme, dann mache ich es definitiv nicht so, wie man es machen soll. Aber was soll's. Okay, funktioniert doch nicht so ganz. Wo bekomme ich denn hier noch was elektrisch Leitendes her? Oder ich verstehe hier irgendwas nicht.
kann ich ja auch nicht da oben festklemmen. Das hier mit der Kette und der Kugel ist schon so richtig. Noch höher kann ich den Aufzug auch nicht fahren, oder? Ja, jetzt fällt es dann wieder runter. Okay, also ich habe definitiv eine große Kiste zu wenig. Oder wie gesagt, ich verstehe irgendwas falsch. Meine Idee war es jetzt nämlich, die hier zu nutzen, um da oben den Strom zu leiten. Aber die ist zu platt, also zu klein. Würde eh nicht funktionieren, wie wir gerade sehen. Ist hier unten im Wasser irgendwas noch? Ich bin sowas von überfragt. Ich bin gerade echt wieder kurz davor, in die Lösung zu gucken. Die ist auch nicht magnetisch, sonst hätte ich die da oben für benutzen können. Wir hätten hier zwei, eine große und hier zwei kleine Kisten. Und das war's. Das Rätsel heißt groß und klein. Okay, komm, scheiß drauf. Bevor wir jetzt hier den ganzen Part verbringen, gucke ich jetzt wirklich mal die Komplettlösung. Wenn es sowas gibt, aber bestimmt. Xena, Breath of the Wild. DLC 2. Komplettlösung. Überlade der Recken. Blablabla, blablabla. Kategorien Mifa, Urbosa, Rivali, Daruf. Wir sind bei Urbosa. Schrein mehrfach nutzen hatte ich noch nicht. Königsmoldura besiegen. Schrein groß und klein. Oh, die ist, hat eine Elektroschwäche. Da hätte man sich schon fast denken können. Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Da habe ich nicht dran gedacht. Ich bin so dumm. Ja, gut. Wir hätten es auch ohne das rostige Schwert schaffen können. Natürlich. Wir brauchen zwei große Kisten. Ja. Wir haben eine große Kiste, die im Wasser steht. Wofür braucht man wohl zwei große Kisten? Ich hätte das Rätsel schon locker geschafft. Ich habe nur an unsere anderen Fähigkeiten außer die Magien, außer die Magnetismus-Dingens nicht mehr gedacht. Natürlich brauchen wir zwei große Kisten. Ist ja auch logisch. Nur wir haben ja im Wasser jederzeit eine große Kiste. Und zwar die hier. Keine Ahnung, warum ich nicht drauf gekommen bin. Wirklich gar keine Ahnung, warum ich da nicht drauf gekommen bin. Aber dann ist das hier natürlich gar kein Problem mehr. Oh Gott. Ey, noch ein Schild, das wir nicht tragen können. Hey, wir müssen wieder ein Schild wegwerfen. Nein, aus, so, Schild. Ja, komm, weg damit. Wir haben eine bessere Variante davon ausgerüstet. Sonnenschild und weg hier.
Wieso ich da nicht drauf gekommen bin, ey. Ich habe da vorhin sogar versucht, mit der Eismagie die Platte nach oben zu schieben, aber mit der Eismagie die Kiste oben zu halten. Darauf komme ich nicht. Zeichen von Naboris. Das ist kein... Sammle diese drei Zeichen für eine neue Herausforderung, okay? Das ist kein Zeichen des Helden. Das ist ein Zeichen von Naboris. Ich verstehe. Da gibt es jetzt Unterschiede für. Gut zu wissen. Das heißt, wir können wohl doch nur ein Herz weiter erweitern. Oder man bekommt dann ganz fürs Ende jeweils ein Zeichen der Prüfung Dingensbummens, weshalb wir dann zwei erhöht bekommen. Das kann auch sein. Mittlerweile ist wieder Nacht. Ich habe immer so einen kompletten Tag da drin verbracht. Auch super. Dann reisen wir mal dahin. Zwei von den Schreien möchte ich in diesem Part aber auf jeden Fall schaffen. Auch wenn wir dann wieder Überlänge haben, aber das gehört jetzt schon dazu. Objekte schieben, bewegen die Vorstellung, jetzt gehst du nicht, um sie zu schieben, ja. Das weiß ich, das brauchst du mir jetzt nicht mehr verraten, das ist schon, ne? Ich habe das Spiel schon durch. Wir sollten Kälteschutz ausrüsten. Oh shit, wir sollten hier ganz oben sogar starken Kälteschutz ausrüsten. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier ganz oben auftauchen. Deswegen hat Urbosas Attacke gegen das Viech auch so viel Damage gemacht, weil das eine Schwäche gegen Elektro hat. Hätte ich drauf kommen können. Vor allem, weil vorher noch so ein Tipp gegeben wurde, worauf? Also, wogegen hat es dann wohl eine Schwäche so ein bisschen? Da habe ich mir schon gedacht, okay, es muss irgendwas sehr Offensichtliches sein. Hatte ich mir so gedacht. Ist es auch. Es ist definitiv etwas sehr Offensichtliches. Das war nur so ein Baum. Ich habe eben gedacht, was ist denn das? Frage ist halt, bin ich jetzt hier richtig oder bin ich jetzt hier falsch? Es ist hier der einzige gewesen, den ich nicht wirklich ausmachen konnte. Vielleicht müssen wir auch gar nicht zu den Jäger. Da rein müssen wir auf jeden Fall nicht. Vielleicht dürfen wir da jetzt endlich mal rein. Hat mich ja schon immer interessiert, was da unten ist. Oh doch, wir sind hier richtig. Sehr schön. Ja. Ich habe gehört, dass ein reisender Krieger den Jäger-Clan besiegt hat, aber es gibt noch immer viele von denen und sie sammeln Bananen in rauen Mengen. Steckt da ein Plan dahinter? Ich weiß, dass das Juwel, das sie dem Gerudo-Stamm gestohlen haben, im Lager sein soll, aber sich noch näher ranzuwagen ist riskant. Am Leben bleiben ist Grundvoraussetzung für das Schatzjäger-Dasein. Okay, wir müssen hier drin Juwel holen. Wir haben das ins Lager getan. Ist das hier nicht das Lager? Ich dachte, das hier wäre das Lager. Aber ein Juwel ist ja eigentlich auch nicht magnetisch. Mann, ich hasse dich! Es gibt hier eh kein Entkommen mehr, bis wir sterben, ne? Dann nehme ich mal kurz die Juwelen mit. Ich denke mal nicht, dass das das richtige Juwel ist.
Schubidubidu. Wie gedacht, soweit ich mich erinnern kann, gibt es jetzt hier kein Entkommen mehr. Also wir werden so oder so sterben müssen. Also bring mich um. Wer hat das gesagt? War das nicht die Stimme von dem Chef, den wir damals da diesen Graben darunter geschossen haben? Ich weiß gar nicht, wie er hieß. Der ist Koga, ne? Wie der Pokémon-Arena-Leiter. Koga. Aber der müsste doch tot sein. Da gibt es jetzt endlich ein Wiedersehen mit ihm. Egal, auf ein neues. Man konnte die ja ablenken, indem man den Bananen vor die Nase geworfen hat. Daran kann ich mich noch erinnern. Problem ist nur, dass dieser Raum hier so unfassbar unübersichtlich ist. Dass ich die einfach nicht alle im Auge behalten kann. Ich bin schon raus aus dem Raum, ich bin schon raus aus dem Raum, ich bin schon raus aus dem Raum. Ich war doch schon raus aus dem Raum. Ich war doch schon raus. Ah, das ist das Juwel, was die meinen. Ich hab's. Ach, das war auch der Tipp mit den unfassbar vielen Bananen. Man soll da hingehen, wo die unfassbar vielen Bananen waren. Könnt ihr mich jetzt bitte töten? Danke sehr. Die Frage ist nur, wo soll ich mit dem Ding dann hin? Also ich weiß jetzt, wo es ist. Ich weiß auch, wie man da hinkommt. Aber wie kriege ich das jetzt hier weg? Konnte ich die eigentlich töten, die großen... Das wäre nämlich, glaube ich, wichtig, wenn wir mit dem Juwel dann da gleich auch wieder raus müssen aus dem Raum. Wäre es, glaube ich, gut, wenn wir da möglichst wenig Leute um uns herum haben. Warst du schon die ganze Zeit hier? Der Jäger-Clan, sie haben einen Schatz der Gebote, ein heiliges Juwel oder so hierher gebracht. Ich bin ihnen aus der Wüste gefolgt, da ich dachte, dass so etwas eine Menge wert ist. Ich glaube, ich sollte lieber die Finger davon lassen. Warte mal, haben die etwa das vor, das Juwel in dieses riesige Loch zu werfen, wie es in der Legende heißt? Alles klar, ich weiß, wohin damit. Sache ist jetzt die. Nein, nicht da hoch. Ich komme locker an dir vorbei und ich komme auch noch locker an dem vorbei, aber zurück wird schwierig. Zurück wird halt hart. Ich meine, wir können uns da vorne direkt vorm Ausgang runterfallen lassen. Aber das müsste dann eigentlich sogar funktionieren, oder? Ne, wir können mit dem Ding nicht springen, das heißt, es funktioniert nicht. Das ist eine ganz dumme Position dafür. Na, wo kommt das her? Nein! Ich hasse dich. Da
Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass der das wieder mitnimmt. Mann, ich hasse dich! Ja, okay, mich. Wir waren doch schon durch, quasi. Wir waren halt quasi schon durch. So ein Kack, ey. So eine Kacke. Ja, ich habe ja angekündigt, dass es ein extra langer, also nicht ein extra langer, sondern ein Überlänge-Part wird. Extra mache ich den nicht lang, sondern er wird einfach nur lang, weil ich dumm und schlecht bin. Das ist ein Unterschied. Extra lang würde ich einen Part nennen, wenn ich ihn mit Absicht lang mache, um euch eine Freude zu bereiten oder so. Aber natürlich, nur deswegen mache ich das natürlich. Nur deshalb. Hat nichts damit zu tun, dass ich einfach schlecht bin. Fick dich! Fick dich hart! Ich bin, als wenn ich schleiche, einfach genauso schnell wie er. Das heißt, ich komme nicht schneller an ihn ran, es sei denn, ich nehme die Innenkurve. Wenn ich die Innenkurve nehme, sieht er mich aber beim Umdrehen. Ich komme einfach nicht an dem vorbei. Das muss dann also... Wir bekommen also wirklich nur den Typen platt bei, hinten beim Haus. Alle anderen kriegen wir nicht fertig. Alle anderen kriegen wir nicht erledigt. Das heißt, an den anderen zwei müssen wir uns schon so vorbeischleichen. Oder wir nutzen die Bananentaktik. Du Asso! Mann, ich hasse den! Oh Gott, hasse ich den! Oh Gott, hasse ich den! Ja, töten! 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 Danke! Gott! Ich habe einen neuen Erzfeind. Das ist der Assi da. Okay, ich habe eine andere Idee, wo ich die Banane hinwerfe. Mann, wir waren noch nicht mal im Schrein drin, das ist eben das Ding. Wir sind jetzt schon bei 40 Minuten und wir waren noch nicht mal im Schrein drin und der wird die eigentliche Challenge. In die Hand. Weit weg. Ich hasse ihn! Das ist so ein Arschloch. Ach, wie kann man nur so scheiße sein, wie dieser Typ? Warum? Warum? Womit habe ich das verdient? Okay, noch ein anderer Plan. Wir werfen die Banane dahin. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Geh nicht zu mir, geh zur Banane. Geh nicht zu mir, geh zur Banane! Will der mich verarschen? Ich hasse dich! Zorn. Niemals habe ich so viel Zorn gegen einen verkackten Standardgegner gehabt, wie gegen den.
Egal, was ich tue, der sieht uns immer. Der ist so behindert platziert. Das ist unfassbar. Okay, es gibt die Möglichkeit, den einfach komplett zu ignorieren und den Weg bei den anderen beiden vorbeizugehen. Und ich glaube gerade, dass es das Sinnvollste ist. Wieso hat er sich umgedreht? Wieso? Kann mir das einer verraten? Wieso? Wieso hat er sich umgedreht? Warum? Warum? Ich bin genauso langsam gelaufen wie die ganze Zeit auch. Und die ganze Zeit hat er mich nicht gehört. Und plötzlich, wenn ich einen Zentimeter hinter ihm stehe, gerade die Schlagentaste drücken kann, dreht er sich um. Einfach so, ohne Grund. Okay, noch ein neuer Plan. Es reicht völlig, nur den hier zu töten. Das kann ich! Wieso drehen sie sich jedes Mal um, wenn ich die Schlagentaste drücke? Zorn! Der sieht uns hier. Der sieht uns immer. Wehe, du guckst jetzt nicht so Banane, ja? Guck zur Banane. Jetzt werden die beiden einfach völlig ignoriert. Wir gehen einfach da rechts lang. Es könnte wieder mal so einfach sein. Ich mache es mir wieder unnötig kompliziert, weil ich so einen Plan im Kopf habe und den dann einfach strikt durchziehen will. Egal, was passiert. Ich will den einfach durchziehen. Und das ist so oft mein Problem, statt einfach nach alternativen Wegen zu suchen, die teilweise auch viel einfacher sind. Habe ich dann meinen einen Plan im Kopf und den versuche ich dann zigtausend Mal. Das habe ich schon sehr oft bei mir festgestellt, dass das eine Schwäche ist. Ganz ehrlich. Dass das hier eine Möglichkeit ist, habe ich von vornherein im Kopf gehabt. Aber ich wollte eben meine Möglichkeit durchziehen. Und gerade wenn es dann schon sechsmal gescheitert ist, denke ich mir halt, ja gut, jetzt willst du es aber auch so machen. Statt dann einfach mal festzustellen, so ist einfach mit Abstand am einfachsten. Okay. Nach unnötigen 10 Minuten da drin geschafft. Es hätte so einfach sein können, wie man gerade eben gesehen hat. Es hätte so einfach sein können. Ein Schrein. Kihorotemu-Schrein.
Wir sind schon gleich bei 50 Minuten und ich habe den Schrein jetzt gerade erstmal betreten. Das wird mal wieder mega Überlänge. Ich freue mich schon total. Also dafür werden wir im nächsten Part den letzten Schrein machen und gucken, was wir dann am Ende bekommen. Oh, nee. Okay, was zum Teufel soll ich tun? Ich kann hier mal wieder einen Block drehen. Da drin sind ganz viele, viele, viele bunte Kugeln. So. Nur, da sind blaue, da sind rote, da sind gelbe. Was hilft mir das? Hilft mir das irgendwas? Dass ich sehe, wie viele es sind. Es ist, glaube ich, nur zwei grüne. Es sind, glaube ich, nur zwei grüne. Es sind auf jeden Fall mehr als zwei blaue. Es sind 1, 2, 3, 4 blaue. Zwei grüne, vier blaue, zwei gelbe, eine rote und irgendwelche Regenbogenkugeln. Also eine rote, zwei gelbe, zwei grüne, vier blaue. Aber was hilft mir das, wo ich den Scheiß hier reinwerfen soll? Woher weiß ich, wo ich den Kram reinwerfen soll? Ah, warte. Es sind vier blaue. Es ist eine gelbe. Ne, es sind zwei gelbe. Zwei. Es sind... Oh, verdammt. Da hinten steht, was die 10... Also, es sind zwei gelbe. Vier blaue. Ich habe das Rätsel sofort verstanden. Ich bin stolz auf mich. Eine rote. Und zwei grüne. Das war korrekt. Und damit sind wir aktuell doch noch unter 50 Minuten geblieben. Das freut mich sehr. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich mit dem komischen Regenbogenkugeln da drin jetzt machen soll. Oh. Muss ich das hier beantworten, wie viele es von diesen Regenbogenkugeln gab? Ja, aber wo bekomme ich die Regenbogenkugel her? Ist die magnetisch? Die ist magnetisch. Gib her! Ich muss die da irgendwie rausbekommen und die vorne ins Loch werfen. Die ist die einzige, die magnetisch ist. Vielleicht muss ich es auch anders machen. Warte mal. Ich hab da was. So. Da haben wir doch die Kugel, lieber Freund. Ich bin nicht von Kugeln erschlagen werden. Warte, wie viele sind denn da drin? Kann ich doch jetzt auch nachgucken.
So, ich sehe 2. Ich sehe 3. Lass uns jetzt einfach mal alle rausschmeißen und dann gucken, wie viele da drin waren. Moment, es können ja nur 3 sein. Es gibt ja nicht mehr als 3. Es gibt ja nur die Lampe 1, 2 oder 3. Das heißt, da auf jeden Fall 3 drin waren, schnappe ich mir dich und werf dich in die 3. In die 3. Jawohl. Tada. Okay, dann sind wir doch etwas über 50 Minuten. Dafür haben wir das Bonusrätsel noch gelöst. Das können wir wahrscheinlich eh nicht mitnehmen, was da drin ist. Die Elektroleins sind doch. Wir haben ja gerade erst ein paar leitende Gegenstände weggeworfen. Oder zumindest ein rostiges Schwert haben wir weggeworfen. Und ja. Dann bedanken wir uns. Und ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuschauen, denn wir sind im nächsten Part wieder, wenn wir den 3. Urbosa-Schrein schaffen und sehen, was uns diese Urbosa-Zeichen denn im Endeffekt zu bringen. Oder die Naboris-Zeichen natürlich. Also, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.